Irgendwie muss ich den da auch noch rausbekommen. Das ist jetzt aber nicht so einfach, ne? Oh, und wie... Komm ich da eigentlich irgendwie hin? Ich kann ihn nicht beeinflussen irgendwie, oder? Das ja nur wieder aus. Wenn ich jetzt hier einen drauf stelle, dann fliegt er eh nicht weiter. Den schieße ich rot drüber, also müsste er blau sein, also gut. Was war dumm? Außerdem müsste der hier. Jedes Mal, oder? Kriege ich denn jetzt den blauen hier aus? Anderen Seite. Gut, ich ziehe den jetzt nochmal hier raus. Flieger und Meerrettich. So, tschüss. Was mache ich hier eigentlich? Okay, die eins. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Bin mal gespannt, ob der das so mitkriegt. Da war was. Irgendwie ist es gerade sehr verwirrend für mich und für meinen Kopf und für alle anderen. Köpfe auch. Ich bin kurz davor, auf R zu drücken. Ich fange nochmal von vorne an.
Oh, Eine neue Welt. Da war ich noch nie. So. Ein Y. Einmal den Schuss verbreiten. Geht der runter? Ach komm, dann kann ich auch so rüber schießen, wenn man drauf. Glaube ich. Ich probiere es einfach mal aus. Und Glück. Kann er jetzt nämlich hier schön weit fliegen. Aber auch nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Dann wieder ausmacht, ja. Auf Schuss runter. So, dann kann er jetzt nämlich noch ein Stück weiterfahren. Aber da hatten wir ihn eben ja schon. Du wirst blau, weil ich den jetzt mit rot darüber schieße. So, jetzt kann ich hier durch, aber hier ist immer noch grüne Wand vor. Wie habe ich denn die grüne Wand da weggekriegt? So nicht. Wahrscheinlich indem ich... danke. Das war dumm. Ich brauche den zweiten. Ich habe keine Ahnung, wie ich zum zweiten komme. Ich habe eine Ahnung, wie ich zum zweiten komme. Erstmal eine Trockenübung. Ups. Er macht den Grünen aber nicht auf, das ist doof. Er würde den Grünen aufmachen. Das heißt, ich muss den da wieder rauskriegen. Weil er kann ja die Knöpfe auch drücken. Ich
habe ich denn den da weggekriegt? Ach so, alles klar. Ich wollte den da hinsetzen. Und mit Blau. Dann schieße ich mich jetzt einfach mal darüber. Das soll schon passieren. Außer dass ich gar nicht rüber kann. Irgendwie muss der ja hier runterkommen. Das kann er ja nur, wenn da vorne einer drauf ist. Und das wird echt schwierig hier gerade. Es sei denn... Warte mal, was triggert der überhaupt, wenn ich da drauf stehe? Ach egal, ich probier's jetzt einfach mal aus. So, hier, komm. Okay. Da kann man natürlich auch sagen, vergiss es. Aber wenigstens habe ich das geschafft. Y. Guck mal her. Und der fährt ja jetzt da unten rum. Kommt nicht raus, weil er eingesperrt ist, aber jetzt kommt er raus, weil das Ding offen ist. Das ist interessant. Dann fällt der da wahrscheinlich runter. Na? Kommen Sie mal vorbei, mein Freund. Hier ist die Tür offen. Dankeschön. So einfach kann es sein, aber so. This must be the old recreation resort Leia told me about. Created by IGEA Labs for high-ranked scientists and their families. I have standing instructions from Dr. Alami to make sure not to tamper with historical evidence in this zone, Dr. Patel. Gee, I'll be careful, Dad. Yeah. Okay, mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Da ist wieder so ein Beobachter mit Entmagnetisierung. Nicht einsperren könnte. Guck mal, der geht nicht durch den Beton durch. Aha. Okay. Merke ich mir. Hier ist Q, da komme ich nicht ran. Omega. Und hier ist ein Bereich, wo ich nicht durchkomme. Okay. Ich setze mich wieder auf neutral. Hier wollte ich den durchlassen und der kann da nichts machen. Was haben wir denn hier noch? Hier kann ich nämlich auch noch durch. Endlich habe ich den lang ersehnten, niemals gefundenen. Gut, dann mache ich da erstmal Blödsinn. Um.
Ohne den am besten. Ja. Damit der da schön rüberfliegen kann. Ja. Da war was. Wie wär's damit, dass ich den doch da drüben einsperre? Ich wollte ihn da drüben einsperren. Und dann ihn fliegen lasse. Mit ein bisschen Glück ist er drin geblieben, ja. Du kannst da raus. Wieso kannst du da nicht raus? Egal. Fragen kann ich die noch so. Und damit geht die Seite hier auf. Okay. Ach so, den konnte ich ja nicht. Ich habe jetzt aber echt keine Ahnung, warum du nicht raus willst. Ok. Jetzt kann ich ihn dahin. Guck mal, ich kann ihn auch hier rüberschießen, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich hier mit dem soll. Ach so, für später, okay. Gut, schauen wir uns hier um. Aha, ein Nicht-Durchgang. Wo ich aber irgendwie rein kann. Mhm. Hier komme ich auch nicht durch und hier komme ich auch nicht durch. Das sind doch super Voraussetzungen für ein gutes Spiel. Ich kann den aber beschlossen, dass er dahin geht. Und dann, dass er hochgeht. Dann komme ich da rein, okay. Ja, hey, ich wollte dich einmal, ach so. Ja, das war der Hammer. Geh weg. Jetzt ist er wieder hier drin. Verlassen Sie bitte die Anstalt. Dich noch raus. Ich und die Tasten drücken, ey.
Danke. Und bloß nicht wieder, du. Ich mach den blau. Viel schöner. Gut. Hätte ich natürlich auch da rausholen können, ich weiß, aber. So, wenn ich den jetzt rot rüber schieße. Auch der blau. Wenn ich den jetzt rot rüber schieße, dann braucht er da drüben blau, damit er da hinkommt. Das bringt aber überhaupt gar nichts. Denn eigentlich müsste ich da drüben hin. Ich schieße trotzdem mal rüber. Okay. Macht ihn da auch rot, damit er ihn da irgendwie da drüben prügelt und werde dort den Empfänger bauen. Genau, dann kann er nämlich mir den Weg frei machen. Aus irgendeinem Grund will ich den jetzt hier in die Ecke stellen. Wodurch ich dann auch wieder darunter fallen kann. Und das ist eine schöne Ecke. Ich gehe da jetzt einfach rein. Ja, aber ich komme hier nicht wieder raus. Komm hier wieder raus. Schuss und raus. Yay. Soweit dazu. Jetzt kann ich hier den Schalter umlegen. Der hier rausführt und mich das Kuh hier hin tragen lässt. Das ist gut. Kann ich den nämlich hier mal aufsetzen? Fliegen lassen und gucken, was passiert. Nicht ganz das, was ich erwartet habe. In dem Wasser. Wir haben es gleich. Das war blöd. Was mache ich da gerade? Ich wollte den hier eigentlich reinstellen, ich Depp.
Wieso knallt der denn jetzt dagegen? Muss ich vielleicht was anders machen? Ich muss den ja irgendwie hier reinkriegen. Okay, du kommst erstmal mit. Fangst dich hier ran. Wo habe ich den anderen jetzt hingestellt? Der war jetzt irgendwie nicht hier. Hätte den mitgenommen hier hin. Okay, jetzt habe ich gerade einen. Wo habe ich denn jetzt den anderen Würfel? Ach. Ich den jetzt hier hinstelle. Drück A ein bisschen hoch, den ich übrigens mit Rot überschießen werde. Vielleicht hilft das ja. So nicht. Ich hab wieder vergessen, ihn schweben zu lassen. Was mir übrigens gerade auffällt, ist, dass die Gravitation hier irgendwie nicht mondisch ist. Ja, bitte, geh doch. Eins,